Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe der Reihe über Göttinnen und Götter, Heroen, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um einen Helden gehen, einen Heros, nämlich den großen trojanischen Helden Aeneas, den Vergil in seinem Werk zu Ehren gebracht hat. Wir haben uns die letzten Male mit den griechischen Göttern ein wenig auseinandergesetzt und kommen nun in die römische Literatur hinein. Rom, das sich ab der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts im Mittelmeer als politische Supermacht durchsetzen wird, gerade auch gegenüber Karthago. Und auch Griechenland erobern wird und unter seine Herrschaft bringen wird. Rom wird aus einer Republik zu einem Kaiserreich aufstehen und der erste große Kaiser wird Augustus sein, dem dieses Werk, die Aeneas, letztlich auch gewidmet ist. 146 vor, das ist so ein Datum, mit dem man die Eroberung Griechenlands festlegen kann. Und dann beginnt ein Prozess im Römischen Reich, den man auch die Interpretatio Romana nennt, nämlich die Übernahme der griechischen Götter in die römische Götterwelt und die Umformung der alten griechischen Götter in römische Götter. Nicht nur dem Namen nach, aus Zeus wird Jupiter, aus Hera Juno, sondern auch der Typus der Gottheiten, der Naturgottheiten verändert sich ganz, ganz stark. Darüber hinaus sind wir nun in einem Zeitraum, den ersten Jahrhunderten vor der Zeitenwende, in dem sich in der Elite um das Mittelmeer herum ein Denken festsetzt, das von einem Dualismus zwischen Sein und Schein ausgeht. Seit Sokrates Tod 399 vor, Platons Werken, Aristoteles Werken, unterscheidet die Elite des vor allem nördlichen Mittelmeerraumes zwischen einem metaphysisch transzendenten wahren Sein und der Welt der Erscheinungen, die auch eine Welt der Illusionen, der Lüge, der Unwahrheit ist. Und in dem Sinne steigt der Grad an Bewusstheit über das Fiktionale ganz stark. Hatten wir am Anfang bei den Griechen noch heilige Texte, Gebete, Hymnen, wird daraus im Laufe der Jahrhunderte vor der Zeitenwende Literatur, fiktionale Literatur, es werden schöne Geschichten daraus und Erfindungen von Menschen, die durchaus noch an die Götter glauben, aber die Texte verlieren ihren heiligen Charakter und ihr heiliges Umfeld. Ein schönes Beispiel dafür ist eben die Aeneas von Vergil, in dem der Gründungsmythos von Rom beschrieben wird. Das ist ein Text mit einem namhaften Autor, der bekannt ist, mit der Verfassungszeit ist bekannt, mit dem Impetus, mit dem er dieses Werk geschrieben hat, das ist auch bekannt, nämlich eine Eloge auf Rom. Und so hat sich die Literatur von den Naturgottheiten zu einer wirklich fiktionalen Literatur entwickelt, die durchaus das Staatsinteresse berühren kann und dadurch einen größeren, es ist keine Privatlektüre, sondern es ist die Lektüre des Staates, hat damit einen offizielleren Charakter. Aber der Verlust an Heiligkeit ist deutlich zu spüren. Wir haben uns weit entfernt von dem, was noch Sokrates nennt, die Erscheinung des Gottes Zeus im Heiligen Hain von Dodona, wenn er in den Zweigen der Bäume, wenn es rauscht
Das ist etwas vollkommen anderes, was uns hier in der römischen Literatur dann eben begegnen wird. Wie sich die Einstellung zu den Göttern geändert hat, dafür möchte ich ein kleines Beispiel geben mit einer Schrift von Cicero, De Natura Deorum, über das Wesen der Götter. Diese Schrift wurde um 45 vor auf Lateinisch geschrieben und soll die Niederschrift eines philosophischen Gesprächs sein. Die Frage ist, ob dieses Gespräch überhaupt stattgefunden hat. Das Gespräch, wenn es stattgefunden hat, soll es im Jahr 76 vor stattgefunden haben, im Hause eines Freundes von Cicero namens Cotta. Und bei diesem Gespräch sagt Cicero, sei er anwesend gewesen, und aufeinander getroffen sind drei unterschiedliche philosophische Strömungen, nämlich ein Stoiker, ein Epikureer und ein Akademiker, also einer, der der platonischen Akademie treu ist, und den Peripatetikern des Aristoteles. Und es geht in diesem Gespräch um die Existenz und das Wesen der Götter, um die Rollen der Götter gegenüber den Menschen, um die Entstehung und das Wesen der Natur, also um kosmologische Fragen. Drei Bücher insgesamt. Im ersten Buch wird die epikureische Vorstellung von Gott vorgestellt, als eines vollkommen glücklichen, ewigen Wesens, das von Vernunft und menschlicher Form besessen sei. Im zweiten Buch kommen die Stoiker zu Wort. Das Universum sei von Vernunft und Weisheit besessen. Kein Zufall könne als Beweggrund für Ereignisse in der Welt angesetzt werden. Und das dritte Buch beschreibt dann auch die Erscheinungen von Göttern in Geschichten. Wir haben es also in diesem ersten Jahrhundert, um die Mitte des ersten Jahrhunderts vor der Zeitenwende, mit einer vernünftigen, sachlich geführten Diskussion über die rechte Gottesverehrung zu tun. Und es wird in diesen Büchern die Meinung geäußert, dass die Existenz von Göttern wahrscheinlich und vernünftig sei. Das ist ein ganz anderer Zugriff, als wir es bei den frühen Geschichten in Griechenland, bei den frühen Darstellungen der Naturgottheiten in Griechenland haben. Jetzt geht es auch um die Frage der Macht der Götter. Greifen die Götter noch in die Geschicke der Menschen ein oder nicht? Und der Schluss ist, es gibt so etwas wie eine göttliche Existenz, einfach deswegen, weil es eine angeborene, eingepflanzte Idee ist. Jeder Mensch könne nicht anders als an das Göttliche denken, das Göttliche für Existenz halten, als das Ewige, das Gute und auch das Glückselige. Das heißt, die Naturgottheiten sind keine Naturgewalten mehr von ambivalenter Natur, von Gestaltwandel und all dem, was wir in den anderen frühen Texten besprochen haben, sondern sie sind einfach vernünftig. Es ist vernünftig, von ihrer Existenz auszugehen, und sie selbst handeln mit Vernunftgründen. Jetzt möchte ich Ihnen zunächst etwas über Vergil erzählen, was man von ihm weiß. Man weiß nicht allzu viel von ihm. Er wurde geboren als Sohn eines Töpfers auf einem Landgut bei Mantua in Norditalien. Und diese ländliche Umgebung, das Landleben und die bäuerliche Welt wird ein Merkmal sein seiner Person und auch in seinem Werk immer wieder spürbar. Im Mannesalter von 15 Jahren erhält er die Toga Virilis. Er lebt zu dieser Zeit in Cremona und besucht eine Rhetorenschule, wendet sich aber ab von der Rhetorik und zur Dichtung hin. Er studiert auch Mathematik und Medizin und
was wirklich witzig ist angesichts seiner großen dichterischen Begabung. Es heißt, er sei rhetorisch unbegabt gewesen. Er sei einmal als Redner vor Gericht aufgetreten und habe sehr langsam gesprochen, fast wie ein Ungebildeter. So spricht sein Biograf Sueton. Also Rhetorik, das kunstvolle Reden im Unterschied dann eben auch zum dichterischen Vermögen dieses Autors. Zu Beginn der 40er Jahre geht Vergil nach Rom und Neapel, verfasst dort sein frühestes Werk, die Eklogen. Dann kommt es zu folgendem: Octavian, der spätere Augustus und Prinzeps, führt im Jahr 40 vor Landenteignungen durch, die auch die Familie von Vergil betroffen haben. Er gehörte in den 30er Jahren einem Dichterkreis um den Kunstförderer Mäkenas an, einem Offizier Octavians. Er begleitete Mäkenas auf Reisen und zu politischen Anlässen. Einmal kommt es zu einer Zusammenkunft zwischen Octavian und Marc Anton. Und dort, da ist er dabei, in Brundisium zusammen mit Mäkenas. Sie werden zu Rezitationen eingeladen und machen Ausflüge in Capua. In dieser Zeit fällt seine Schrift Georgica, eine Schrift über den Landbau, ein ländliches Thema. Octavian siegt 31 vor in der Seeschlacht bei Actium und danach ist sein Aufstieg als Führer, als unumstrittener Führer Roms klar. Vergil entschließt sich, ein Epos für die ruhmvollen Taten Octavians zu schreiben. Und es ist nicht ganz bekannt, wann er mit der Aeneis begann, aber man setzt Ende der 30er Jahre als ungefähren Zeitraum der Abfassung an. Er wollte sich nach Abfassung des Werkes zur Ruhe setzen und ein Leben der Philosophie führen. Er reist nach Osten und begegnet auf seinem Weg Augustus, der von einem Sieg über die Parther zurückreist und schließt sich ihm an auf der Rückreise. In Megara ereilt ihn ein heftiges Fieber und als Augustus in Brundisium an der italienischen Südküste ankommt, ist er dort verstorben, sehr bald nach der Ankunft. Er wird verbrannt und seine Asche nach Neapel gebracht, wo er in einem Grabhügel beigesetzt wird. Das Ländliche, das auch Simplizistische, das ist ein Merkmal, was Vergil nachgesagt wird. Ein bäuerlicher Haarschnitt, eine ungebügelte Toga, lose Stiefel. Aber ein durch und durch guter Mensch, so erscheint er bei den Zeitgenossen. Ein zurückhaltender, fast scheuer Mensch, der sich gerne von den Geschäften aus der Stadt auf das Land flüchtete. Wir befinden uns also jetzt am Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus in Rom in einer Diskussion um das Wesen der Götter und um eine Heroisierung der Politik. Dem trägt Vergil bei in seinem Werk Aeneis, indem er nun den Aufstieg Roms mythisch verpackt und zurückführt auf den trojanischen Helden, der nach dem Fall Trojas mit seinem Vater Anchises und seinem Sohn flüchten kann und Rom begründen wird.
Dienes ist also ein Epos von der Größe Roms und dient dazu, die Vorgeschichte Roms vor Augustus in ein rechtes Licht zu rücken und sie im Anschluss an mythische große Helden, an die großen Helden Trojas, an die Feinde der Griechen, die Rom ja gerade besiegt hat, anzuschließen. Und Vergil beschreibt in dieser Aeneas einen Helden, in der Aeneis einen Helden Aeneas, den er auch als den rechten, moralisch korrekten Anführer schildert, einen von Pflichtbewusstsein geführten Mann, der seine eigenen persönlichen Belange hintanstehen lässt. Zum Aufbau und Inhalt des Werkes. Es gibt eine Aufteilung der Bücher in sogenannte odysseische und iliadische Bücher. Die ersten sechs Bücher der Aeneis übernehmen viele Motive aus Homers Odyssee: Seesturm, Irrfahrten, Abstieg in die Unterwelt. Und in den weiteren sechs Büchern, die die Kämpfe in Latium, also in Italien, beschreiben, orientiert sich Vergil vornehmlich an der Ilias, an deren Kämpfen, Kampfdarstellungen. Etwas Genaueres zu den einzelnen Büchern. Das Buch 1 und 4 bis 4 handelt davon, wie Aeneas nach einem Seesturm, den Juno auslöst, an der Küste Karthagos ankommt. Juno ist immer noch zornig auf die Trojaner. Das Urteil des Paares hat ja Aphrodite, die Venus als Siegerin erklärt und Juno und Athene nicht. Sie ist immer noch wütend auf die Trojaner und versucht nun mit allen Mitteln das Fortkommen des großen Trojaners Aeneas zu verhindern. Aeneas kommt an der Küste Karthagos bei den späteren Feinden Roms und wird von der dortigen Königin Dido gastlich aufgenommen. Seine Mutter Venus, eben die Göttin, die auf Seiten der Trojaner stand, möchte weitere Irrfahrten verhindern und sorgt nun dafür, dass sich Dido unsterblich in Aeneas verliebt. Sie schaltet den Gott Amor ein und der vergiftet Dido zu einer Liebesleidenschaft mit Aeneas. Die Bücher 2 und 3 erzählen dann von einem Gastmahl am Hofe Didos und Aeneas erzählt da vom Untergang Trojas und seinen Irrfahrten. Die Flucht aus der brennenden Stadt mit seinem Vater Anchises, mit seinem Sohn Ascanius, Julius. Und dann im dritten Buch erzählt Aeneas von seiner bisherigen Reise von Troja nach Karthago, über Thrakien, Delos, Kreta und wie er zum Beispiel nach der Abfahrt aus Kreta die Trojaner kommen in einen dreitägigen Seesturm, der sie jeder Orientierung raubt. Und da greifen sie nun mythische Vögel, Monster an, die Harpyien. Also da gibt es auch zauberische Geschichten. Er gelangt schließlich nach Ithaka, in die Heimat seines Erzfeindes Odysseus, der ja die Trojaner mit seinem trojanischen Pferd austricksen konnte. Schließlich kommen die Trojaner in Buthrotum an, das von einem trojanischen Helden Helenos, dem Sohn des Priamos, beherrscht wird. An seiner Seite steht Andromache, die Witwe von Hektor, des Helden, der von Achill getötet wurde. Und als sie Aeneas nun begegnet,
bekommt sie einen hysterischen Anfall, weil sie das nicht für möglich hält. Sie hält Aeneas für einen Geist. Und sie berichtet dann vom Fall Trojas, wie sie Sklavin und Bettgenossin des Pyrrhos geworden ist, dann die Gemahlin des Helenus. Helenus, der neue Herrscher in Buthrotum, zeigt Aeneas eine Stadt, die wie Troja aussieht, wie ein Schein Troja. Aber Aeneas darf nicht bleiben, er muss weiterfahren und schließlich setzen die Trojaner über an die Ostküste Italiens. Sie fahren in Richtung Sizilien, sie sehen die Rauchschwaden des Ätna, sie versuchen Skylla zu entgehen, geraten dann aber an Charybdis, eben das, was auch in der Odyssee geschildert wird. Sie werden an das Gestade der Kyklopen gespült. Dort begegnen sie einem alten Gefährten des Odysseus, der dort zurückgelassen wurde, beim Kyklopen Polyphem. Er bittet die Trojaner, ihn zu retten, und ja, Anchises reicht dem alten Feind der Trojaner, eben dem Gefährten des Odysseus, die Hand und retten ihn vor Polyphem. Sie kommen nun an den Städten Siziliens vorbei und an der Westküste Siziliens wird Anchises sterben, der Vater des Aeneas, unerwartet an Erschöpfung. Im vierten Buch entbrennt Dido dann offen für Aeneas. Es kommt zu einer Liebesvereinigung in einer Höhle. Aeneas und Dido werden ein Paar. Und diese Paarbeziehung kommt Jupiter zu Ohren, der nun Mercurius, also den griechischen Gott Hermes, losschickt, um Aeneas an seinen Auftrag zu erinnern, nämlich weiterzuziehen und letztlich Rom zu gründen. Dido ist verzweifelt, aber Aeneas bleibt fest. Er reist ab. Daraufhin tötet sie sich selbst mit einem Schwert und schwört Rache. Und das ist sozusagen der mythische Ursprung der Kriege, die Rom und Karthago in den Punischen Kriegen führen werden. Das fünfte Buch ist als Buch der Spiele bezeichnet und beschreibt einen zweiten Aufenthalt des Aeneas auf Sizilien. Immer wieder kommen Seestürme, er muss den Kurs ändern, er muss nach Sizilien zurückkehren. Er opfert am Grab seines Vaters, es kommt zu Leichenspielen, die genau beschrieben werden, mit Wettkämpfen in Rudern, Wettlauf, Boxkämpfen, Bogenschießen und dann dem berühmt gewordenen Trojaspiel, einer Reiterparade der trojanischen Jünglinge. Juno ist sehr unglücklich über den Verlauf der Reise des Aeneas und schickt nun die Göttin des Regenbogens, Iris, die ein Weiterreisen verhindern soll. Iris zeigt sich den trojanischen Müttern, die verzweifelt sind auch über die Kämpfe und schürt Zwietracht. Die Mütter geraten in Raserei und setzen mit Fackeln die Schiffe der Trojaner in Brand. Erst als Aeneas den höchsten Gott Jupiter um Hilfe bittet, lässt der einen gewaltigen Regenguss auf die Flotte nieder, sodass das Feuer gelöscht werden kann. Jetzt ist Aeneas hin und her gerissen, ob er weiterfahren soll oder bleiben soll. Da erscheint ihm in der Nacht der Geist seines Vaters Anchises, der ihm den Auftrag gibt, ihn im Elysium zu besuchen, wo er ihm Näheres erzählen wird. Aeneas soll also eine Fahrt in das Totenreich nehmen, um Genaueres von seinem Vater, seinem toten Vater, zu erfahren.
Die Flotte segelt dann nach Italien ab, die Fahrt verläuft gefahrlos und an der Westküste Italiens steigt Aeneas mit der Sibylle von Cume in die Unterwelt ab. Es findet eine Heldenschau statt. Aeneas begegnet den berühmtesten Männern der römischen Zeit, auch der römischen Zukunft. Er erfährt etwas über die Größe des und den Geschichtsauftrag Roms, einer Stadt, die zu deren Gründung er beitragen wird. Dann ab dem siebten Buch beginnt die Geschichte der Kämpfe des Aeneas in Italien, im Latium, dem verheißenen Land. Das geht dann hin und her. Er sucht sich Verbündete, zum Beispiel bei den Etruskern. Es kommt im Buch 8 auch zu großen Kämpfen. Die Trojaner geraten in größte Gefahr. Und im Buch 10 beschließt sogar Jupiter, dass die Kampfparteien freie Hand haben. Das Schicksal wird seinen Weg finden, so heißt es. Aber das Kriegsglück wendet sich eben für die Trojaner. Aeneas, der bei den vielen Kämpfen nicht anwesend war, weil er Bundesgenossen gesucht hat, kommt zurück, verteidigt das Lager der Trojaner. Und es kommt zu einem entscheidenden Zweikampf zwischen ihm und dem Anführer der Latier, Turnus. Aeneas siegt und tötet den besiegten Gegner. Das Ganze dient dazu, eine Vorgeschichte von Rom darzustellen, Rom anzuschließen an die große, an große Mythen, an die alten Götter, an die alten griechischen Götter, die nun eben römisch interpretiert werden und auch zu römischen Urgöttern werden. Aeneas als Stammvater der Römer wird eingeführt. Und damit wird das Werk zu einem Politikum, einer Lobrede auf Rom und seine Vorherrschaft im Mittelmeer und damit eben auch eine Begründung des großen Prinzeps Augustus, der in dieser Zeit zu Kaiserwürden aufsteigt. Ich möchte Ihnen zwei kleine Stücke vorlesen, gerade den Anfang, um Ihnen einfach auch ein bisschen die Sprache Vergils näher zu bringen. So setzt also die Aeneis ein. Waffentat kündige ich und den Mann, der als erster von Troja Schicksal gesandt auf der Flucht nach Italien kam und Laviniums Küsten viel über Lande geworfen und wogendes Meer durch Göttergewalt, verfolgt vom Groll der grimmigen Juno, viel auch duldend durch Krieg, bis er gründe die Stadt und die Götter bringe nach Latium, dem das Geschlecht entstammt, der Latiner, Albas Väter und einst die Mauern der ragenden Roma. Ja, also ganz klar am Anfang des Werkes steht der Zweck der Dichtung, ein Lob auf Rom, auf die Gründung des Römischen Reiches und eben auf die Abfolge von Troja, von einem trojanischen Helden, der von Juno, der alten griechischen Göttin Hera, verfolgt wird. Vergil ruft dann im Folgenden die Musen an und fragt eben auch nach den Gründen, warum Juno Aeneas, ich verspreche mich immer, so verfolgt hat und dass sie sich dann eben auch auf Seiten der Karthager gestellt hat und Didos, die zu großen Herausforderungen
des Römischen Reiches ja in den Punischen Kriegen geworden sind. Ich möchte Ihnen noch ein längeres Textbeispiel vorstellen, das den Weg des Aeneas in die Unterwelt zu seinem Vater Anchises schildert und das doch sehr eindrücklich auch die Schrecknisse dieser Unterwelt vor Augen führt. Also, Aeneas landet an am Acheron. Hier führt weiter der Weg zu des höllischen Acheron Wogen, trübe von Schlamm und wüst hinwirbelnd, siedet und braust der Strudel und speit all seinen Sand in des Klagestroms Fluten. Hier die Gewässer und Ströme bewacht als grausiger Fährmann Charon, strotzend von grässlichem Schmutz, verwildert, umwuchert, grau und struppig der Bart sein Kinn, starr glühen seine Augen, schmutzig hängt von den Schultern herab am Knoten sein Umhang. Selber stößt er das Floß mit der Stange, bedient es mit Segeln, fährt im eisenfarbigen Kahn die Toten hinüber, hoch schon bejahrt, doch grünt noch frisch dem Gotte das Alter. Hierhin drängt die ganze am Ufer verwimmelnde Menge, Mütter und Gatten und Leiber, gewaltige, adlige Recken, nun dem Leben entrückt und Knaben und bräutliche Mägdlein, Jünglinge auch auf den Holzstoß gebahrt vor Augen der Eltern, zahlreich, wie in Wäldern beim ersten Froste des Herbstes Blätter taumeln im Fall, oder wie landeinwärts vom hohen Meere die Vögel schwärmen zuhauf, wenn Kälte des Jahres über die See sie jagt und treibt in sonnige Lande. Bittend standen sie da, als Erste überzusetzen, und sie streckten die Hände voll Sehnsucht zum anderen Ufer. Aber der düstere Ferge nimmt auf, bald diese, bald jene, andere hält er weit entfernt vom sandigen Ufer. Staunend fragt Aeneas, bestürzt vom wilden Getümmel, sag mir, Jungfrau, was will zum Strom dieses Dränges bedeuten? Was verlangen die Seelen? Nach welchem Unterschied weichen diese vom Ufer, durchrudern die andere bleigraue Fluten? Ihm gab kurze Kunde die hochbejahrte Prophetin. Sohn des Anchises, ächtester Spross der Götter, du siehst des Klagestromes schleichende Flut und den stygischen Pfuhl, bei dessen Gottheit falsch zu schwören Götter sich fürchten. Hier, was du siehst, dies Gewimmel ist hilflos, ohne ein Grab noch. Jener Ferge ist Charon. Die Rudernden dort sind Begrabene, und von einem Ufer des Grauens darf er sie nicht zum anderen fahren, durch murrende Flut, eh im Grab ihr Gebein ruht. 100 Jahre umirren sie flatternd hier die Gestade, dann erst dürfen sie wiedersehen die ersehnten Gewässer. Stehen blieb des Anchises Sohn und hemmte die Schritte, grübelte tief ihr hartes Los im Herzen beklagend. Also hier ein Motiv, was wir auch schon bei Antigone von Sophokles gesehen haben, nämlich wenn ein Leichnam nicht beerdigt wird, dann kann er nicht in das Totenreich einziehen. Und das beschreibt Vergil eben in dieser kleinen Textstelle, wo die Totenseelen sich am Ufer versammeln und bitten, übergesetzt zu werden vom Fährmann des Todes, aber noch nicht dürfen, weil sie eben noch nicht beerdigt sind. Aber deutlich sieht man die dichterische Kunst Vergils. Es ist ein literarischer Text, kein heiliger Text in dem Sinne mehr. Und er wird gelesen. Er wird rezitiert und er ist schon kurz nach der Veröffentlichung Schullektüre geworden in Rom. Hier wird eine Geschichte ausgeformt, die Geschichte eines Helden des griechisch-trojanischen Krieges, dessen Namen man kennt,
aber der zuvor noch keinen eigenen Mythos bekommen hat. Er ist so eine Erfindung, wenn man so will, dieses Autors. Er ist von eine literarische Fiktion, die den Charakter eines politisch relevanten Mythos annimmt. Und wie kunstfertig, wie hoch der Grad an Fiktionalität ist, zeigt sich schon darin, dass nun verschiedene Mythen, die Vergil zusammengeführt hat, in eine chronologisch-logische Ordnung gebracht wird. Das Werk ist eine Zweckdichtung, nämlich die Verherrlichung letztendlich des Kaisers Augustus. Verknüpft wird der Aufstieg des historischen Roms mit heiligen Mythen. Damit wird die Herrschaft der Politiker in Rom transzendiert. Sie werden herausgehoben aus dem Bereich der Menschen in den der Götter, in einen Mythenkreis, der auch die Herrschaft Roms Richtung Osten zementiert. Und es ist eine moralisierende Tendenz schon zu spüren. Wir haben ja gesagt, die Moralvorstellungen beginnen im ersten vorchristlichen Jahrhundert und setzen sich danach, nach der Zeitenwende, ganz stark durch. Nämlich die Lehre Vergils an die Mächtigen. Man soll Unterworfene schonen und Überhebliche niederringen. Debellare superbos. Hier, jetzt in der römisch-lateinischen Literatur, haben wir es nicht mehr mit heiligen Gesängen zu tun, sondern mit einer Lektüre, die durchaus politischen Charakter hat und zur Staatslektüre wird, zu einem Staatsmythos, aber doch eben die Erfindung eines Dichters ganz klar zu erkennen ist.